Bis auf den letzten Platz gefüllt war die Turnhalle des Richard von Weizsäcker Berufskollegs in Dülmen. Zur Schulentlassung hatten sich rund 140 Schülerinnen und Schüler der Höheren Handelsschule und des beruflichen Gymnasiums eingefunden. Schulleiterin Sabine Neuser freute sich, die Schüler mit hervorragenden Leistungen entlassen zu können. Wir haben heute 60 höhere Handelsschüler entlassen und ungefähr 80 Abiturienten. Die höheren Handelsschüler haben den Schwerpunkt Wirtschaft, das hört man schon im Namen. Und die Abiturienten hatten den gleichen Schwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung. Ein Teil von ihnen hat aber auch gleichzeitig einen Abschluss als Fremdsprachenkorrespondent. Wird noch eine IHK-Prüfung folgen. Und wir haben darunter auch noch Schüler gehabt, die mit Mathematik und Informatik ihr Abitur gemacht haben. Ja, wir sind erst im Gottesdienst gewesen in der Heiligkreuzkirche. Dort wurde ein Gottesdienst gestaltet, unter anderem auch von Schülerinnen und Schülern und von meinem Kollegen Florian Hoffmann. Anschließend gab es dann Grußworte vom Bürgermeister, von der stellvertretenden Bürgermeisterin, vom stellvertretenden Landrat. Geleitet wurde das Ganze noch durch ein Musikprogramm, was von Schülerinnen der Klasse 13 und der Klasse 12 gestaltet wurde. Im Rahmen der Entlassfeier sprachen unter anderem Anneliese Haselkamp als stellvertretende Landrätin und Landtagsabgeordneter Dietmar Panske. Sie sind unsere Zukunft hier im Kreis. Und vielleicht können Sie das verstehen. Wir sind bemüht, unsere Schulen in einem guten Zustand, gute Voraussetzungen für Sie zu schaffen. Das ist Ihr großer Tag, das ist der Tag, wenn man jetzt mal so im Thema der Fußball-Weltmeisterschaft sein will, der Tag des großen persönlichen Endspielerfolges, Ihr ganz persönlicher Titelgewinn. Höhepunkt der Veranstaltung war dann die Zeugnisausgabe an die Abiturienten und Schüler der Höheren Handelsschule. Sind Sie mit Ihrem Zeugnis zufrieden? Ja, sehr, sogar war ja mein zweiter Anlauf und diesmal hat es geklappt. Also erst mache ich meine Ausbildung zu Ende und danach gucken, ob ich einen festen Job habe, ausziehen, je nachdem. Und was für eine Ausbildung streben Sie an? Steuerfachangestellte in Lüdinghausen. Aufgelockert wurde die Entlassfeier durch Darbietungen verschiedener Schüler. Ich war zuständig für die musikalische Begleitung und wir haben drei kleine Programmpunkte aufgeführt, drei Musikstücke, ein Klavierstück und zweimal Gesang. Und ich hatte drei Schüler dabei, mit denen haben wir geprobt. Es war, ein bisschen kurzfristig, innerhalb von 2 Wochen haben wir das alles auf die Beine gestellt, aber die haben es toll hingekriegt. Die meisten Entlassschüler wollen zunächst einen wohlverdienten Urlaub antreten, um dann einen neuen Lebensabschnitt in ihrer beruflichen Laufbahn zu beginnen.